So, und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir gehen jetzt hier ins Portal, um in zur Kathedrale zurück zu. Das war ein Fehler. Ich hätte das. Das war ein kleiner Fehler von mir. Ups. Sorry. Passiert mir auch mal. Ich hoffe, jetzt verzeiht mir. Ich muss zurückkehren. Ich brauche Wut. Ach toll, jetzt muss ich das nochmal neu machen. Die Quest. Schade. Ich hätte das Spiel doch nicht beenden sollen. 30 Minuten. Schade. Aber egal. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Jetzt werde ich mich beweisen. Haltet eure Zauber aufrecht. Bald ist unser Werk vollbracht. Amen. Ich bin frei. Oh, ja. Der Typ ist wieder da. Zurück zu meinem. Das ist, ich wollte mal zeigen, wie es aussieht, wenn man vom Eis getroffen wird. Und zwar nicht gerade gut. Das geht noch nicht. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Beeilen wir uns mal ein bisschen. Wenn wir nicht allzu viel Zeit verschwenden. Was fühlt euch an diesem höllischen Ort? Ich komme, den Skelettkönig zu töten. Ich ebenso. Die Kultisten. Oh, besseres Schild, das gefällt mir. Grube vorbeigezerrt. Hier entlang. Da sind meine Waffen! Da portet sich einer. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich weiß, dass Templer vertrauenswürdig sind. Wir kämpfen Seite an Seite. Ja. So, sind wir jetzt auf dem Stand der letzten Folge. Da habe ich auch nicht mehr gemacht als das. Gehen wir mal weiter und ja, findet und tötet Yonda. Ja, Yonda. Das ist also unsere neue Quest momentan. Mit unserem Begleiter unterwegs, dem Templer. Der hilft uns und kämpft mit uns, solange wir halt alleine sind. Im Korb sind die Begleiter grundsätzlich, glaube ich, ausgestellt, weil es sonst zu einfach werden würde. Und bis das Spiel auch vermutlich verbacken würde, wenn jeder mit zwei Begleitern rumläuft. Aha, so. Öffnen wir mal den Waffenständer und klauen uns einen langen Stab. Ja, nett. Ey! Versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker! Hier seht ihr dann wieder alles. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie konntet ihr diesen Zirkel erliegen? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Aha, also die Geschichte ist, Yonda hat sozusagen den Templerorden und auch unseren Freund hier verraten für die Mächte des Bösen. Bitte vergebt mir. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Ich werde euch auf eurer Jagd nach dem Skelettkönig begleiten. Allerdings unter einer Bedingung. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn. Skelettkönig, nehmt euch in Acht. So. Weist den Weg zum Ruhm. Das ist sozusagen der Templer, den man sozusagen als Begleiterin hat. Den kann man hier ausrüsten. Natürlich kann man denen nur die Sachen geben. Zum Beispiel hier das Ring,
Das kann man ihnen nicht geben. Der Orden untersagt mir die Nutzung. Hey. Eine gute Wahl. Dann nehme ich hier ein Langschwert. Ich werde es benutzen. Oder gibt es noch ein Langschwert, das ist sogar noch stärker. Man kann den halt nur spezielle Ausrüstungsgegenstände anlegen. Jeder Begleiter hat seine eigenen. Man kann hier sogar Fähigkeiten nehmen. Das ist ganz gut. Das finde ich trotzdem auch besser, wenn man mit dem Begleiter ist. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Da bin ich mir immer nicht sicher, was besser ist. Da finde ich das immer besser. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, was besser ist. Ob man jetzt Einschüchtern nimmt. Oder halt die Treue. Weil beides eigentlich gut ist. Aber ich nehme jetzt mal die Treue. Weil ich denke, das bringt immer noch am meisten. Aber das ist nicht ganz so. Kathedrale Ebene 4. Ja, die betreten wir dann gleich mal und. Boah. Nett. Bücherregale. Nice. Der Templar ist einfach so ein netter Begleiter. Über ihn wird man auch, hat man schon sozusagen in der Story ein bisschen erfahren. Man kann auch mit ihm noch ein bisschen reden. Ihr sprecht nicht davon, wie ihr ein Templar wurdet. Seid ihr es von Geburt an gewesen? Nein. Unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Ihr wart also ein Verbrecher. Ja. Hier kann man weiterlesen, das ist aus dem weggeklickt worden. Ihr wart also ein Verbrecher. Ja, und man hat mir gesagt, dass unsere Inquisitoren sich sehr tief bücken mussten, um mich aus meinen Sündenpfuhl zu ziehen. Ja, das ist die wahre Geschichte dieses Templers. Er ist ein Verbrecher gewesen, der mit, ja, zum Tempelorden gewechselt ist und damit ihm seine Verbrechen verziehen werden und kämpft jetzt gegen das Böse. Obwohl er selber einst böse war. Ich versuche das nächste Mal ein bisschen besser mit den Stimmen vorzulesen. Ein bisschen versuchen, die Stimme dabei ein bisschen zu verstellen. Aber es ist schwerer, als es aussieht. Ich hätte die Stimme ja ein bisschen anders vorlesen können, aber egal. Hören wir uns mal Lakdanans Schriftrolle Teil 4 an und erfahren mehr über Leoriks Geschichte und was mit ihm passiert ist. Und auch mit diesem Schloss hier. Ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch, meinen König zu ehren. Als wir ihn in seiner Gruft bestatteten, manifestierte er sich als grässlicher Skelettdämon. Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt. Doch ich kämpfte weiter. Ja. Er kämpfte weiter. Ja. Das heißt, der Skelettkönig ist Leoric. Das heißt, wir töten jetzt den Skelettkönig, um ein für alle Mal das Land, das Dorf Tristam und alles, was dazu von Leoric Einfluss zu befreien, um sie alle zu retten vor dem Schicksal, was sie erwartet. Und ich habe ein Amulett bekommen. Nett. Oh, da hat sie mir eine Bestlist geschafft. Es tut mir leid, das kann ich versuchen. Ich hoffe, so sollte es eigentlich funktionieren. Ey! Nicht genug Mut! Na egal. Gehen wir mal weiter. Na, wo geht's denn hier? Oh, Massaker. Ja, aber die Menschen sind hier ziemlich brutal. Man rennt hier einfach durch, bringt alles um, haut alles kaputt, was nicht und nieder und nagelfest ist. Boah. Mag man vielleicht, was man will, mir gefällt's. Und ja, das Spiel ist ein klassisches Hack and Slay Genre.
Und ja, es wird sich eh nicht so viel ändern, aber es ist trotzdem gut gemacht, finde ich. Und hier ist Lagdanan Schriftrolle Teil 5. Wir erfahren also mehr. Und nun wandere ich, verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen und ich drohe, ihm zu unterliegen. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Ja, er hat sich also... Er wurde halt dadurch, dass er den König gestorben... getötet hat, wurde er verflucht vom König und befallen von bösen Mächten. Und um das Dorf, was er liebte, zu schützen, hat er sich sozusagen selbst weggeschlossen. In einem Labyrinth. Ein netter Move. Das macht den Charakter sehr sympathisch, würde ich sagen. Dass er alles für die Leute tut, die er liebt. Auch wenn es heißt, es zu erlösen. Ihr verpisst euch mal, ihr Scheißskelette, ey. Ich brauche wieder meinen Hammer in die Fresse. Dann kann ich die wieder zu Schnitze verkloppen. Ja. Kann ich hier nicht irgendwie einstellen, dass ich nur... Ja, es muss so gehen. Tut mir leid. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Chat-Einstellung dafür ist. Ich glaube, ich habe es auch in den letzten anderen Folgen das so immer so gelassen. Weil es einfach so am besten ist. Oh! Aasfledermäuse. Ach ja. Ey! Noch ein Haum. Nerven. Hier beschwört keine mehr. Schön weg mit euch. Dum, dum, dum. Ist hier irgendwo Teil 6 der Schriftrollen? Nein. Gehen wir mal weiter. Hier frisst Kronleichter. Oh, Elite-Gegner. Oh, geschmolzen auch noch. Ach, eins der nervigsten Sachen. Besonders, wenn man wenn die auch noch, ich auch noch fliegen können und nachgefüllt. Als Fancamper sieht das natürlich anders aus. Jetzt ist meine Sicht als Fancamper viel einfacher ist, da zu kiten. Weil man meistens nicht in 80 Leuten drin steht. So, hier hätten wir die königliche Krypta. Aber gehen wir mal weiter. Und suchen nach Schriftrollen, um die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften. Oder einfach Schätze zu plündern. Mann, es gibt immer zwei. Nächstes Blätter auseinandernehmen. Stufe 16. Ah, neue Schulterplatten. Ne, Handgelenke. Mehr Wut. Und ich habe auch eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Das gefällt mir doch gleich. Viel besser. Und eine Fellhose. Eine Falks. Ah, keine Angst. Ihr schon Angst? Nee, nicht so direkt. Hier müsste, glaube ich, die... An ja, da ist das Schreibpult.
Gibt's dich mehr als 5 Teile? Oder was? Nicht gerade nice. Sind es jetzt alle, die ich hier habe? Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Aber ich habe den Überblick verloren. Ja, das sind alle. Ach, ich habe noch gar nicht zu den Aasfrödermäusen gehört, ne? Und Stockscheuser, hey, so ein paar Dinge wurden einfach nicht vorgelesen. Egal. Hören wir uns mal das an. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Ich ahne, wo ich hinrenne. Deswegen renne ich da jetzt nicht hin. Weil das zu erkunden wäre jetzt unnötig. Ich würde nämlich hier oben rauskommen. Und ich habe schon alles in dieser Ebene erkundet. Gehen wir mal auf die Fähigkeiten ein. Ich habe Sprinten. Sprintet 3 Sekunden lang. Boah. Also wie der Name es schon sagt. Und eine neue passive Waffenmeister erhält einen Boni. Erhaltet einen Bonus, der auf den Typ der Waffe in eurer Haupthand basiert. Schwert, Dolch, 8% erhöhter Schaden. Streitkolben, Äxte, 5 kritische Trefferchance. Stangenwaffen, Speere, 8% Angeschwindigkeit. Mächtige Waffen, 2 Wut pro Treffer. Ja, also da finde ich Nummer 1 schon sehr gut. Aber das kommt ja auch später aufs Gear an, deswegen ich bleibe. Nehmen wir den auch gleich mal hier ausgerüstet. Weil es immer noch ziemlich. Ja. Ja, es bringt halt was. Zeigen wir mal hier ein bisschen. Ich nehme mal hier die Revanche rein. Und hier anstatt den Sprung, den Sprint. Hä? Ach, weil ich keine Wut habe. Wo renne ich jetzt schon wieder hin? Ja, ja. Ich weiß. Gib mal Gas. Beweg dich. Ach ja, das erinnert mich auch wieder so ein Spiel. Aber, ja. Ihr könnt mir noch einen Kronleuchter runterfallen lassen. Ach, das sind solche coole Funktionen. Und mein ganzes Inventar ist ja da voll. Und dir geben wir jetzt auf. Oh, aufs Meryl. Scheusal. Und nun befinden wir uns in der königlichen Krypte. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann vermutlich den bösen Skelettkönig derbe verdreschen. In seinen ewigen Grab einsperren. Ein für alle Mal. Ihn von diesem Anglitz der Welt vertilgen. Und ich würde sagen, hier am Speicherpunkt machen wir dann auch Schluss für die nächste Folge. Ich werde mir mal als Vorsatz machen, die etwas länger. Etwas schneller zu spielen. Aber ich würde gerne immer alles erkunden. Ach, guck mal hier. Ach. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ja, mein Plan für die nächsten Folgen. Und bis dahin, ciao, ciao. Lasst doch, also, bis dahin, lasst eine positive Wertung und konstruktive Kritik da, wenn es euch das Video so gefallen hat. Und die Kritik bitte immer da lassen. Ich weiß, die Abmoderation ist wieder etwas verplant, aber so bin ich halt. Also, bis dann, ciao, ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Diablo 3. Bis dann, viel Spaß noch.